Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dinecraft hier auf der wunderschönen Citybuild. Wie soll's auch anders sein? Ich habe jetzt offscreen Folgendes gemacht, nämlich die ganzen Schilder neu gesetzt, weil ich musste ja den Ton abbauen, um den Beton dahin zu pflanzen. Zu pflanzen, richtig gut. Also ich bin jetzt komplett einmal durchgegangen, das heißt, wir können jetzt hier die Wand fertig machen. Das ist das letzte Stück. Dann laufe ich noch einmal kurz durch, ob ich wirklich alles ersetzt habe mit diesen Betonblöcken. Die so richtig cool sind. Ich finde die geil. In dem Texture Pack haben die halt eine coole Struktur. Oh, da, guck mal. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht offscreen. Aber das ist ja nicht so wild. So, dann habe ich auch offscreen meine Zimmer wieder geleert. Also da waren Leute, das ist noch aus dem Juli. Ey, wir haben fast September. Einer war Anfang August, also bis Anfang August eingemietet. Ich habe echt lange gewartet und jetzt habe ich auch die ganzen Sachen in meine Kisten gepackt. Das darf man ja, wenn es abgelaufen ist. Und ich habe echt lang genug gewartet. Also an die, die es jetzt betrifft, dann habt ihr leider Pech gehabt. Leider. Ich bin ja jetzt nicht jemand, der so auf die Items geiert von den Leuten. Es interessiert mich auch gar nicht, was die hier in den Zimmern haben. Ich guckte auch zwischendurch gar nicht rein. Und es war jetzt eigentlich auch nichts Besonderes. Doch, ein was Krasses. Ich frage mich, was der Sinn ist. Moment, ich zeig das mal. Einer hatte, glaube ich, 12 Stacks von den Strohballen. Also ein Teil liegt davon auch noch in meiner Laube. das da rein. Hier oben Keramik. Die ist echt mega voll, die Kiste. So, und Folgendes. Ich gehe mal oben in mein Privat... Ja, in mein Privatgemach. Ich wollte gerade ein anderes Wort suchen, aber... hab den Satz falsch angefangen. Also auch überall hier müssten jetzt die Blöcke ersetzt sein. Warte mal, da oben. Doch, da waren wir ja schon dran. Hier auch die Schilder habe ich jetzt... Oh, das ist schon krass, so viel bunt zu malen. Dauert ein bisschen, deswegen habe ich das auch offscreen gemacht. Oh, guck mal, ich habe Gäste. Ah, die sind AFK, wie es aussieht. Oh, hier endlich richtig geschrieben. Das hat jemand schon ganz am Anfang gesagt, dass ich das Kö falsch geschrieben habe. Habe ich aber irgendwie nie berichtigt. Oh, warte mal hier. Ne, da war ich ja auch schon. Ich muss jetzt nämlich mal schauen. 2, 4, 6, 8, 19, 11, 12, 13. Wieso gibt es 13? Ich dachte, es gibt nur 12 Schallplatten. Habe ich eine doppelt? Oh ja, tatsächlich. Die grüne ist doppelt. Alles klar. So. Und die muss ich jetzt... Ich habe nämlich unten noch ein paar. Die müssen ja auch zu meinem VIP-GS. Da oben ist eine Party-Lounge. Halt, nein. Da muss ich hin. In den Keller. So, das schaue ich doch mal direkt. Ich gehe... Nein. Jetzt muss ich wieder hochlaufen. Ich lege die erstmal da nebeneinander. Und vielleicht lege ich sie genauso, wie sie hier oben drin liegen, auch bei mir in Wipfel in die Kiste. So, also. Grün. Zack. Das liegt da. Rot haben wir hier. Hellblau da unten. Der kommt dahin. Schwarz und kaputt schwarz. So, das ist doppelt. Dann haben wir noch die hier. Da fehlen mir jetzt noch drei Stück. Ne, vier Stück. Die hier auch noch. Hat man ja irgendwann voll. Also ich werde die erstmal hier drin lassen. Und dann, wenn ich die alle zusammen habe, dann kommen die in mein Wipfel-Grundstück. Da können wir auch nochmal kurz hingehen. Ich laufe da jetzt mal so durch, ob ich hier noch irgendwas machen kann. Übrigens, mir ist immer noch nicht eingefallen, was ich für eine verdammte Idee hatte. Für die Deko-Sachen. So, hier oben für den DJ. Da habe ich jetzt auch zufällig noch keine drin. Dann gehen wir zum Spawn und verkaufen die zwei Schallplatten, die ich jetzt dreifach habe. Die hier. Oh, guck mal. Puffy Girl. Mein größter Fan. Halt, nein, hier war doch richtig. Hä, bin ich total blöd? Nein, da war richtig. Oh mein Gott. Ich habe immer so einen Orientierungsfail am Spawn. So, es gibt noch nichts Neues zu verkünden, was das Stream-Event angeht, das Quiz-Event. Hallo DJ!
10 Cent, wow. Oh, das habe ich heute noch gar nicht gemacht. Ich will 150 DM. Ich habe jetzt auch meine Laube verlängert, wieder für 500 DM. Ich hatte zwar noch bis in den September hinein, aber ich dachte, auf Nummer sicher gehen. Natürlich helfe ich. Ich helfe doch gern. Ihr könnt ja mal sagen, ob das sinnvoll ist. Also ich habe das schon ein paar Mal jetzt in den Parts gemacht, hier die Mülleimer zu suchen. Ich denke, das wird irgendwann langweilig. Ich mache das jetzt auch zum letzten Mal. Wahrscheinlich werdet ihr eh schreiben, boah, mach nicht immer Mülleimer-Quest, mach die offscreen. Kann ja auch verstehen, weil mittlerweile sollten sie alle gecheckt haben, dass man das hier machen kann. Und 150 DM verdient. Aber ein letztes Mal muss ich es noch machen. Jetzt hier, weil ich gerade... Sonst habe ich es wieder vergessen gleich nach der Aufnahme, dass ich das heute noch nicht gemacht habe. Jetzt fange ich vor allem auch ganz anders an, ne? Yo, Speed! Zack, leer! Mann, warum ist der leer? Sind alle leer. Heute hat keiner Müll gemacht. Oh, der war voll. Der mittelste. Der mittigste. So. Der mittelste, lol. Sprachfail. Jetzt habe ich keinen Speed mehr. Also so richtig kann ich immer, weiß ich noch nicht, wo die alle sind, ne? So aus dem Kopf. Hä, kommt da nichts? Ach, den hatte ich schon. Siehst du, ich fail das immer so krass. Hatte ich den schon und, oder noch nicht? Noch 5, ey. Ich glaube, das diesmal suche ich lang wahrscheinlich. Den hatte ich auch schon, ne? Yo. Aber Moment, hier hinten ist doch noch einer, oder? Den da unten hatte ich auch schon, nehme ich mal. Nein, den hatte ich noch nicht krass. Zum Glück habe ich es nochmal probiert, weil ich unsicher war. Lol, die Mucke. Ah, genau, da ist noch einer. Den hatte ich, ne? Jetzt klicke ich alle doppelt an. Fail! Ah, ich finde, das sieht so cool aus hier mit dem Texture Pack jetzt. Wie viel fehlen denn noch? Habt ihr mitgezählt? So, in der Shopstraße, da ist noch was. Ah, und da hinten und außen. Richtig, das müsste dann aber hinhauen. Drei. Eins, zwei, drei, genau. Dann weiß ich doch, wo sie jetzt sind. Der da. Dann da und dann hinter mir noch. Nur noch zwei Mülleimer. Boah, ich habe bald 33 Level, das heißt, wir können Angeln verzaubern. Oh. Ist das bitte der letzte? Ja, nice. Hui, geil. Das heißt nichts Besonderes. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich es doch geschafft habe. Weil ich wirklich am Anfang mal bestimmt so 10 Minuten nach dem letzten gesucht habe. Deswegen, so, für alle, die es wissen wollen. So viel Geld habe ich momentan. Nicht viel. So, wir gehen nochmal zum Grundstück. 32 Level bedeutet, wir können bald Angeln verzaubern. Und ich habe auch ein paar Angeln hier schon. Die müsste ich jetzt nur mal irgendwie unten in den Shop packen. Und ich brauche auf jeden Fall auch noch die letzte Lizenz für die Shops, damit ich die letzten 5 Kisten da aufstellen kann. Oder, na gut, aufgestellt sind die schon, aber halt, ich darf sie noch nicht bestücken. So, ich mache erstmal ein paar Angeln. Quatsch, warte mal. Das war doch anders. So. Hä? Ach. Was? Hä? Ich fail gerade krass. Yo, als ob ich vergessen habe, wie der Angel geht. Hä? Oh, das ist verwirrt. War das nicht so? Leute, das ist peinlich. Jetzt, Alter. Bitte lacht mich nicht aus.
Das war wirklich peinlich. So, 8 Angeln zum Verzaubern. Wo packe ich die denn rein? Da oder? Ich glaube mal hier. Haben wir denn hier oben nicht? Nemesis der Gliederfüße. Haben wir nicht irgendwas für eine Angel noch hier dabei? Nee, leider nicht. So, die Fäden verkaufe ich natürlich nicht. Ich bin froh, dass ich jetzt so viele gesammelt habe. Aber wir können auf jeden Fall unten mal noch den Shop auffüllen, so ein bisschen. Leder. Ach, habe ich noch Bücher? Moment, wobei. Will ich das jetzt so lassen hier? Oder mache ich hier vorne noch einen dran? Ich mache noch einen dran. Natürlich mache ich noch einen dran. Oh, guck mal. Hallo. Hallo. Bücher, Bücher. Leder habe ich ja gerade im Inventar. Zack. Muss jetzt nur aufpassen, dass ich nicht zu viel mache. Vielleicht so. Wobei, Bücher braucht man immer, ne? Irgendwie für Verzauberung auch. Zwei und. Eins, zwei. Ich brauche aber trotzdem noch mehr. Das war's schon? Nein, ich habe doch mehr Blätter. Hier waren doch noch mehr drin, oder? Ja, krass, wollte ich schon sagen. Oh. Oh, weg da. So. So, das sollte reichen. Da oben und hier. Das sieht aber irgendwie blöd aus. Ich weiß nicht, was meint ihr? Soll ich es doch wieder so wie am Anfang bauen? Ich lasse es so. Dann hat man hier nochmal die volle und... Was? XD? Keine Ahnung. Ach ja, was ich ja mal überlegt hatte. Man könnte vielleicht mit den umliegenden Grundstücken, also es sind ja zwei aktive Spieler, die hier in diesem Wohnblock mitwohnen. Moment, ich gehe mal aufs Dach. Ich gucke direkt mal, wer die anderen dann noch sind. Man könnte sagen, dass man hier ein Gemeinschaftsdachding baut. Keine Ahnung, dass sie alle so auf die Höhe wie ich gehen. Das Dach hier müsste ich dann natürlich wegmachen, dass man dann hier komplett angrenzt. Und dann halt einen riesengroßen Pool baut und eine riesengroße Grillecke mit den anderen zusammen. Ich glaube, der nur Stein hier, der wäre da nicht abgeneigt. Der Feuert XD ist ja auch sehr aktiv. FloxDF, den habe ich schon eine Weile nicht mehr gesehen. Das müssten wir dann natürlich erst kaufen und das verlose ich ja dann, ne? Also ihr könnt es gewinnen, besser gesagt, wenn ihr gut seid in dem Quiz-Event. Da muss ich jetzt auch langsam anfangen, die ganzen Fragen mal aufzustellen. Zusammenzustellen, besser gesagt. Weil so das Konzept steht. Das erkläre ich dann aber, wenn es soweit ist. Da unten ist Action. Action Time Hero. Hui, ja. Ich lasse das so. Ich bin jetzt doch recht zufrieden. Jetzt ist die Hütte fertig und also auch mit dem Beton. Sieht cool aus, finde ich. Schön. Ist besser als die anderen Blöcke da. Ach ja, genau. Moment, wir wollten ja den Shop auffüllen. Hui. Ups. Keramik ist voll. Weiße Wolle ist voll, oder? Voll? Ja, voll. Grasblöcke. Und bemooster Stein. Da kann ich mal wieder nachpacken. Krass. Knochenmehl ist leer. Leder. Tintensack. Pfeile sind voll. Gut. Federn. Oh, ja, auch noch voll fast. Und Schwarzpulver. Da fehlt einer. Egal. Ja, hier muss ich halt nochmal farmen in der Laube. Und ich habe, oh, da hat jemand ein bisschen Eisen verkauft an mich. Kauft mal die Äpfel leer. Moment, eine Angel werde ich jetzt anbieten. Eine von denen, die hier ist, ich nehme mal die beste. Ups, nein, die waren ja, die lagen da drin. Haltbarkeit 3, Glück des Meeres 2 eventuell. Das ist sogar besser. Ich finde, Glück des Meeres ist nicht so cool wie Köder. Oh, das ist 3, 2, 1, aber die ist kaputt. Ah, die könnten wir mal reparieren, oder?
Das kommt. Geht das so eigentlich? Ach nee, dann genau. Das muss ich an dem Amboss machen. Ich guck mal, wie viel Level das kostet. Was? 15? Nie im Leben, Alter. Kannst du vergessen. So nicht, mein Freund. Dann nehmen wir jetzt die hier. Back in business. So. Was hatte die? Na, oh. Ich hasse das. Wieso sind die unsichtbar? Das nervt. Haltbarkeit 2, Köder 2. Wie hatte ich denn hier die Farben immer gewählt? Kleinen Moment. Ich muss dafür mal eben was öffnen. Nämlich die Color Palette. Fünf und neun nehme ich. Sehr gut. Neun Pferd und Angel. Ich könnte eigentlich auch noch Folgendes machen, nämlich und kleines L für fett geschrieben. Angel. Und zwar L und 5. Haltbarkeit 3. Boah, das passt sogar nach hinten. Und L und 5. Nein, 5. Was war's? Köder 2. Boah, das sieht cool aus. So, 1. Kaufen für 300. Ich denke, das ist okay. Oder warte, komm, machen wir 299. So. Zack. Schlag zu, Leute. Und damit würde ich sagen, ich bin raus. Danke fürs Einschalten natürlich. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und haut drin bis dahin. Ach ja, nicht vergessen, ich habe ein neues Let's Play angefangen. Guckt mal nach. Am Montag ging das los. Viel Spaß. Tschüss.